Ja, also die RWE verplant in Völkersen demnächst ihren Abfallstoff Nummer 1, das ist das Lagerstättenwasser, zu verpressen. Und das ist eine unvorstellbar große Menge, nämlich bis zu 130.000 Kubikmeter. Und da haben wir eben halt Angst um unser Grundwasser und ja, um wirklich dann auch geologische Probleme, die dadurch entstehen können, wie zum Beispiel Erdbeben, die wir nun schon ein paar Mal hier in der Gegend gehabt haben. Also jetzt gerade speziell demonstrieren wir halt gegen die Lagerstättenwasserverpressung. Wir wollen diese Fässer, die man hier sieht, in den Ortseingängen der betroffenen Ortschaft Völkersen aufstellen, um auch den durchfahrenden Verkehr, alle Menschen, die unseren Bereich durchqueren, zu informieren, was hier eigentlich für eine große Sauerei passieren soll. Naja, die Erdgasförderung hat ja noch das weitere Problem des Abfackelns. Das heißt, jede neue Erdgasbohrung wird gereinigt und für dieses Reinigen wird eben Erdgas ungefiltert abgefackelt. Und wenn man diese ja, im Prinzip schädigenden Auswirkungen auf die Umwelt summiert, ist es eigentlich unerträglich für die Bevölkerung hier, das weiter hinzunehmen. Die Sorge ist natürlich die, dass wir unseren Kindern und Kindeskindern hier eine Last hinterlassen, über deren Schädlichkeit wir heute schon wissen, dass sie gravierend sein wird. Und das können wir nicht verantworten. Ich möchte eigentlich, dass das Lagerstättenwasser aufbereitet wird oder anders entsorgt wird und dass es auch irgendwann gesetzliche Vorschriften dafür gibt, wo man sich dran halten muss, wo sich auch die RWD ja dran halten muss. Und dafür sind wir eigentlich hier, damit so dreckiges Wasser in Anführungsstrichen nicht einfach verpresst werden kann, nicht einfach und man weiß gar nicht, was passiert. Also das, und dafür sind wir hier und unterstützen das, dass möglichst viel Aufmerksamkeit nach außen getragen wird. Ja, sicher ist die Verärgerung und die Sorge groß, dass wir in Zukunft hier nicht mehr in Ruhe leben können. Das ist mit Sicherheit nicht die letzte Aktion. Die RWE kann sich, ja, ich würde mal sagen, warm anziehen.